Mache ich das am besten so? Nein! Und dann mache ich es doch so? Nein! Doch! So machen? Avatar ist heute angesagt. Und zwar die 7557 Neu, Pika and the Tulkun und Rap Suite. Was nichts anderes heißt als die Paikan, so heißt der Fisch oder die Meereskreatur seines Seitens ein Tulkun. Und das Grub Street, was ein krabbenähnliches U-Boot ist aus dem Film The Way of Water, also sprich Avatar 2, was ja sozusagen die Bösen, die Kontrahenten zu den Navis, den Ureinwohnern oder den indigenen Völkern von Pandora ist, dem Exoplaneten und dem Mond von einem Exoplaneten. Wir gehen jetzt mal erstmal auf die Meereskreatur hier ein. Stellen wir den mal auf die Seite. Ich denke mal, mit seinen, ich glaube, über 30 cm ist es. Wo haben wir denn unseren Meterstab? Hier haben wir ihn. Er ist wirklich, ja, machen wir die Flosse hier mal gerade. Also gesagt, versuchen wir die auch mal hier gerade zu stellen, das gerade zu stellen. Und dann haben wir von Spitze zu Spitze haben wir fast 39 cm. Wir haben in der Breite haben wir ja, 31 und in der Höhe mit Riff und dem Navi obendrauf haben wir ja, 13 cm. Wenn ich richtig gelesen habe in der Beschreibung, ist der Fisch alleine die walähnliche Kreatur, ca. 8 cm hoch. Wir haben ein sehr schönes, buntes Riff, möchte ich jetzt mal hier behaupten. Tun wir auch den Drehteller weg, den brauchen wir jetzt im Moment gerade nicht. Meinen Spickzettel tun wir hier hoch. Denke ich mal, die Elemente, die kennen wir alle. Die Farbkombination allerdings aus dem dunkelblau, grün, Leim, dieses Pink, dieses Orange oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt, das ist auch ein bestimmtes Orange wieder bei Lego. Sand Green, das Schwarz, das Rot, ich meine, das sieht man zwar nicht, aber das Schwarz verschwindet ja eigentlich auch, wenn der Wal, der Tulkun drauf ist und das Nougat. Das ist eine schöne Kombination. Es macht was her, ist sehr fantasievoll und passt natürlich wunderbar zum Film. Der Fisch als solches. Bevor uns die Minifiguren hier jetzt runterfallen, nehme ich die mal auch weg. Die Größe haben wir ja schon gesagt, fast 40 cm lang. Er ist beweglich. Ja, also das Drehen geht jetzt nicht. Man kann ihn bloß hoch und runter bewegen, aber ich denke mal, gerade für Kids ist das natürlich eine tolle Schwimmbewegung und darum geht es, denke ich auch mal. Ist ein Kinderspielzeug. Ja, basta. Schön nachempfunden sind auch die Tentakeln, die wir hier so an der Seite sehen. Auch die sind beweglich, leicht, also man kann die so drehen, wie man es möchte. Wir haben hier auch die zwei Flossen, die sind beweglich. Ja, wenn man das mal so nimmt. Und auch die zwei kleinen Flossen hier, die sind wohl auch, wenn wir mal so rumnehmen, sind wohl auch im Film unterschiedlich. Und es wird im Film, soweit ich weiß, auch erklärt, warum die unterschiedlich sind. Was auch schön ist, mit diesem Set habe ich zum ersten Mal auch Papiertüten gehabt, ohne Fenster und so weiter. Ich nehme mal hier auch den Slope hier runter, dann kann man das ja auch mal hier wegmachen. Kiefer auch noch rausgerissen. Es sind also drei dieser Formteile. Und diese drei Formteile, die findet ihr in dieser Papptüte dort enthalten. Alles andere sind wieder Folien. Das muss ich jetzt gerade mal schauen. Und das ist übrigens die Anleitung dazu. Sie ist 147 Seiten stark und wir haben insgesamt 5 Bauschritte. Das sieht wie folgt aus.
Schön ist auch hier, dass es diesmal so gestaltet ist, dass wir hier, ich muss ein bisschen blättern, am Ende der Fertigstellung der Scrub Suite bekomme ich, ich greife jetzt mal kurz vor, auch wenn ich gerade bei dem Tollkorn gewesen bin, bekommen wir hier diese Computerzeichnungen oder Bilder. Ich werde es nachher nochmal abfotografieren, euch auch einblenden, gezeigt. Und dann geht's an den Fisch, an unseren Wal. Machen wir damit auch nochmal. Nee. Da haben wir eigentlich nur zum Schluss den Serviervorschlag, so wie wir es eigentlich vorne auch haben, gezeichnet. Schade, dass wir das hier nicht komplett drin haben. Ganz hinten haben wir die komplette, erstmal die erste Reihe, Aufbruch zu oder nach Pandora und dann The Way of Water. Und nachdem es wohl 5 Teile geben soll, können wir davon ausgehen, dass wir 5 Wellen bekommen. Mal schauen, was vielleicht nur im zweiten Halbjahr passiert. Ich weiß es nicht. Dann werden wir einfach mal weitersehen, ob überhaupt, also Teil 3 ist ja wohl jetzt auch schon Step by Step wohl schon abgedreht. Und ob es ein 4 und 5 wirklich gibt, das entscheidet sich ja anhand des Erfolges laut den Studios, was jetzt dieses Teil oder dieser Teil einspielt, unabhängig jetzt mal von logischerweise Lego. Kommen wir wieder zurück auf die Formteile. Wir haben also wirklich ein sehr großes dunkelblaues Formteil, wie ihr hier seht, was aber, finde ich, sehr schön gemacht ist. Wir haben auch die 2 klappbaren Kiefer, die sich wunderbar über 2 blaue Dreierpins und über eine rote Kreuzachse hier anfügen und dann nahtlos eigentlich angepasst sich dann als Kopfformen und Kieferformen, wie auch immer. Wir müssen den nach unten klappen, setzen die 2 Kreuzachsen an, oben die schwarzen Pins rein und dann ist das zuerst den Unterkiefer und dann haben wir das schon komplett wieder zusammen. Alles andere sind Einzelsteine. Wir haben innen drin natürlich farbig verbaut. Hinten haben wir, glaube ich, ein bisschen gelb. Dann haben wir Türkis drin. Aber das verschmilzt meiner Meinung nach mit der Silhouette des Fisches. Was er nicht hat, ist das, was James Cameron den Fischen im Film mitgegeben hat. Und natürlich dann logischerweise der Computeranimation oder CGI, wie man es nennt. Und zwar haben die wohl Maori-Tattoos auf ihrer Außenhaut. Wir haben hier jetzt nur diese wellenartige Geschichte, diese Linien da drauf. Wir haben hier auch aufgedruckt, dass er hier 2 Augen auf der Seite und 2 Augen auf der Seite hat. Und ansonsten ist am ganzen Set, das ganze Set kommt ohne Aufkleber aus, was auch sehr schön ist. Wobei ich kein Problem mit Aufklebern habe. Das wissen ja schon einige, denke ich mal. So, jetzt haben wir den wieder so aufgebaut. Wie, ach ja, ja, die vorderen sind jetzt auch so noch drin, also drehbar, weil sie hier eine blaue Achse, Kreuz, Pin-Achse drin haben. Und da können wir sie hier über diesen Technik-Connector hier, na, so drehen. So viel jetzt mal zu dem Tulku. Stellen wir uns den mal dahin. Dann haben wir hier den Crab Suite. Ein Mini-U-Boot, würde ich jetzt mal sagen, das auch auf einem kleinen Riff ist, das auch über eine rote Kreuzachse gehalten wird. Hier haben wir ausnahmsweise auch noch eine Schlingpflanze oder irgendwas, eine Alge, die ist in Gold gehalten. Und ansonsten
hält sich jetzt zum Beispiel jetzt gerade der Crab Suite, der Krabbenanzug in Grenzen, was die Farbwahl betrifft. Wir haben dieses Olive, Sand Green, wir haben Dunkelgrau und Schwarz sowie auch Hellgrau und das war's. Hier haben wir zweimal Gelb, was aber auch die Positionslichter anbelangt. Wir haben eine Transclear, allerdings in dem Schwarz-Transclear gehaltene Kommandokapsel, die aufklappbar ist. Der Sitz ist in Tann gehalten und das war's dann. Mehr gibt's an dem Ding nicht. Wir haben hier vorne noch zwei Roboterarme. Die können wir hier so schön ausklappen, wenn wir wollen. Ne? Das ist dann auch eine feine Geschichte. Und haben hier noch zwei Stud-Shooter, die wir dann, ich glaube, hier sieht man sie in Transclear Green. Sucht euch jetzt mal kurz hier raus in der Anleitung. Und ihr kennt ja das berühmte Zeichen. Achtung, nicht ins Auge schießen. Und ihr seht, hier kann man die 1x1 Round Plates unterkriegen. Ne? Das wäre jetzt mal so viel zu dem Crab Suite. Wir haben drei Minifiguren. So, jetzt habe ich natürlich nichts, um die Minifiguren draufzustellen. Jetzt hoffe ich mal, dass man das sieht. Sonst muss ich sie extra nochmal aufnehmen. Das ist also ein zufälliger, ich sag jetzt mal Navy Seal, Marine oder was. Der ist von vorne bedruckt, der ist von hinten bedruckt. Und das war's dann schon. Einen Namen hat der gute Mann nicht. Da steht dann bloß Crab Suite Diver dran. Der wird hier reingesetzt, Deckel zu. Und das war's dann auch. Und dann wird der dann wieder hier draufgesetzt und kann dann umherschwimmen. Okay, das habe ich euch übrigens, das habe ich unterschlagen. Die Füße kann man natürlich einklappen, man kann sie auch ein bisschen, hoppla, so viel des Guten. Na, das wird jetzt hingemacht, wie, so rum. Man kann sie hoch und runter und kann sie auch im Gelenk ein wenig drehen. Ich gehe mal davon aus, dass man die so reinklappen kann. Ich weiß nicht, wie das dann im Film ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es darum geht, dass man das so klein wie möglich macht, damit das wirklich zu einem U-Boot wird und es dadurch natürlich entsprechend wahrscheinlich manövrierfähiger ist. Wir haben hier hinten noch einen Propellerantrieb. Der ist dann auch nochmal, ich weiß nicht, sieht man das, dann kann man das so hoch und runter im Winkel setzen. Und ja, so viel zu diesem Mini-U-Boot, dem Crab Suite. Dann haben wir noch zwei Navis, Herrschaften, sage ich jetzt mal. Oh, da habe ich das Hinterteil falsch angesetzt. Der kommt nochmal so rum drauf. Der hat wohl etwas einen höheren oder längeren oder kommt durch den Kopf natürlich oder den Hals etwas länger raus. Na, er hat nicht die langen Füße, wie es in der ersten Welle ein paar waren. Vorne und hinten bedruckt, von der Seite nicht. Auch hier von vorne wie von hinten, auch der Lendenschutz ist da und wir haben auch hier an den Haaren die Möglichkeit, an den Pferden, weiß jetzt nicht, wie man sie genau nennt, das habe ich jetzt vergessen nachzuschauen, dass man eine Verbindung mit den Tieren eingehen kann. Das kann man wohl mit dem Tulkun auch. Da gibt es dann so eine Paarung, wie ist Sister, Brother, oder wie nennt sich es dann? Ich habe es mir aufgeschrieben. Nein, Spirit Brother und Spirit Sister. Das war so
das, was ich so mehr oder weniger mir erlesen habe über bisschen ein paar Hintergründe von dem Tulkon, von dem Crabsweed. Aber ich denke mal, das Wichtigste ist als Ganzes ein sehr schönes Modell. Ich hatte das Glück, dass man mir das als Rezensionsexemplar kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Ich hatte jede Menge Spaß beim Bauen, nicht nur weil es kostenfrei war, sondern mir gefällt die Thematik des Filmes. Klar, Teil 1 habe ich gesehen, Teil 2 noch nicht, aber als solches bin ich ja nicht dran, dass ich demnächst also auch Teil 2 mir anschaue. Und ich finde es mehr wie beeindruckend, wie durch die vielen Bautechniken wir hier diesen Fisch wie auch dieses Mini-U-Boot dann hinbekommen. Es sind ein paar neue Teile auch hier drin verbaut, was wir dieses Jahr wohl auf das ganze Sortiment verteilt bekommen. Und es hat schon richtig Spaß gemacht, also mir persönlich, das Modell zusammenzubauen. Ich habe das abends vorm Fernseher gemütlich gemacht und ich war circa nach einer guten Stunde war ich fertig, diese 761 Teile zu bauen. Bei Amazon gibt es momentan. Link ist unten drin, wie auch wer seine FIP-Punkte holen möchte. Zwei Affiliate-Links, einmal zu Amazon und auch wie zu Lego. Würde mich natürlich freuen. Da würdet ihr mich natürlich dann toll unterstützen, unter anderem, was ich da an diese Provisionen davon ein bisschen abbekommen kann. Für euch ändert sich da am Preis nichts. Bei Amazon, wie gesagt, 79 Euro gerade im Moment. Bei Lego logischerweise 99. Das war so viel. Ich kann nur sagen, es hat Spaß gemacht. Ich kann es wirklich empfehlen. Wer auf Avatar steht, sollte es sich unbedingt holen, weil das ist auf jeden Fall, denke ich mal, für das komplette Areal, wer hier vielleicht auch eine Avatar World bauen möchte, eine wirklich tolle Erweiterung. Und habt Spaß damit, baut damit was Schönes, habt einen schönen Tag, wann auch immer ihr das anschaut. Bis zum nächsten Mal und schaut auch wieder rein, vielleicht auch bei diesem Review. Und ich sage in dem Sinne und tschüss.